Wir sind das UGA Dopf-Team. Dopf wegen Dutch Oven. Wir haben uns gefunden am Lagerfeuer. Wir kommen aus Weimar und aus Gerzen in Niederbayern. Und das hier ist die Zunge des Dammhirschs und die soll jetzt Zunge in Rotweinsoße werden. Ganz klassisch. Ja, die ist etwas kleiner als die klassische Rinderzunge, die man so kennt, aber die Verfahrensweise ist die gleiche. Nämlich lange kochen, bis sie weich ist, Haut abziehen und dann schön nochmal anknuspern und dann kann man die am Spießchen essen vielleicht. Die nötigen Zutaten. Lecker, Suppengemüse und Rotwein. Dazu gibt es kleine Fleischbällchen aus Fleischabschnitten. Jana verwendet heute das Herz vom Stück. Als erstes wird der Dutch Oven auf den Kohlen erhitzt. In der Runde bin ich der mit der wenigsten Kochprofession, aber dafür der als einziger Jagdscheininhaber für die Fleischbeschaffung zuständig ist, sofern es Wild betrifft. Meine Aufgabe ist eigentlich vielseitig vorbereiten, Mädchen oder Junge für alles, je nachdem, wie man es sehen will. Und Jana? Was? Kochen. Jana ist die Köchin der Runde. Genau. Das Herz und die Zunge können sowohl vorgebraten als auch später direkt im Weinsud gegart werden. Danach wird das Gemüse angeröstet und mit Wein abgelöscht. Das Ganze lässt man 1 bis 2 Stunden einkochen. Nach Belieben kann der Lecker dann in Scheiben geschnitten und kurz angebraten werden. Während der Sud einkocht, können die zerkleinerten Fleischabschnitte zusammen mit den Eiern, Zwiebeln, den Semmelbröseln und dem Knoblauch zu Fleischbällchen verarbeitet werden. Wild und Hund und das Wild Kitchen Project Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Ein ganzes Weihnachtsmenü finden Sie in der aktuellen Wild und Hund und das Rezept im Kochbuch.